Wir sind da. Hallo. Tschüss, Leute. Macht's gut. Danke für das Installieren meines Rechners, denn wir spielen jetzt mit euch eine Runde Life is Strange. Ich bin sehr gespannt. Wir haben gestern zur selben Zeit schon richtig viel Spaß mit der vierten Episode gehabt. Da sind wir kurz am Ende jetzt. Und ich kann es schon... Ich glaube, ich kann so viel schon sagen. Es wird jetzt gleich sehr spannend und wir werden es mehrfach probieren. Denn es gibt die Möglichkeit zu sterben. Beziehungsweise, dass Leute in unserer näheren Umgebung sterben, die wir nicht sterben lassen wollen. Wir kommen gleich zu der ganzen Situation, die das alles aufdröselt. Ich nehme an, meistens ist es so, sie wird am Anfang noch mal ein bisschen zusammengefasst. Letzten Endes konfrontieren wir gerade jemanden, der ein bisschen suspekt ist mit... mit was eigentlich? Wir konfrontieren ihn mit welcher... Worum geht's eigentlich? Nee. Wir wollen irgendwas von ihm. Wir wollen, dass er uns hilft. Aber er will uns eigentlich weghaben. Und dann haben wir aber auch... Oh, ist das laut, Leute. Hier ist ein voll lauter Monitor. Und unsere Freundin Chloe... Ich mache hier gerade mal parallel. Oh, auf 74! Ja, das ist eine anständige Lautstärke. Unsere Freundin Chloe zieht eine Waffe. Und das ist der Knackpunkt. Und da kommen wir jetzt gleich noch dazu, ihr werdet sehen, aber wir müssen irgendwie jetzt diese verfeindeten Parteien miteinander now kiss, verschmelzen. Ich weiß nicht genau, ob es klappt, aber immerhin seid ihr da. Der Chat. Sieht man was? Nein. Da, man sieht eure... Immerhin, man sieht, dass ihr da seid und was schreibt. So, das lasse ich hier mal stehen, da schaue ich auch ab und zu rein. Und jetzt aber erstmal ins Spiel. Life is Strange, die vermutlich letzte Runde. Vielleicht kriegen wir noch eine kleine Extra-Runde hinten dran, falls wir hier nicht fertig werden. Aber jetzt wird es langsam echt ernst. Viel Spaß. Bin sehr begeistert vom Spiel und bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Also hat mich doch schon ziemlich angefixt. Das alles. I hate seeing those poor whales like that. Me too. I just think of their families in the ocean out there looking for them. Well, that asshole is gonna help us find Rachel. Or what? You'll actually shoot him? Chloe, do not count on my rewind. Seriously. Obviously, I'm not counting on you. That's why I have a gun. And I might even save you someday. About time. I am so going to hit you. There's no way we could have guessed this is what would happen to us when we grow up. I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. You, me, and Rachel. Absolutely. So, let's play this cool, okay? Just talk to Frank so we can get that code for the book from him. That's all. Got it. No dicking around. Let's roll. Uiuiuiui, jetzt wird's echt knifflig. Ich kann euch sagen, der ist überhaupt nicht gut aufgelegt. Der hat auch wenig Bock, dass wir jetzt da kommen, an so einem wunderschönen Tag. Einmal guck mal, hier gerade so alles hier, die Sonne und der Himmel. Und da sind drei gestrandete Wale, die fangen doch gerade erst so richtig an zu stinken. Da will man nicht direkt wieder arbeiten, auch wenn man Dealer ist. Weiß nicht genau, oh, was ist das hier? Ein Ball? Poor little beach ball. Poor little beach ball. Kümmere dich mal lieber um deine Freundin. Die ist nämlich gleich auch, da ist auch gleich die Luft raus. Wir drücken jetzt hier und klopfen und dann fängt das Drama an. Seid gespannt. Oh, look. The Wonder Twins. You should have come alone. She's my partner. Yeah, or bodyguard. So let's get to business. Where's my fucking money? I don't have the money. Yet. Oh, really? Then why did you text me that you did? Because I wanted to tell you in person. Oh, I'm truly touched, Chloe. Now, why are you losers really here?
We just want to ask you some questions. You have some serious lady balls. No. Jesus, okay, okay. But I'm not getting you high. Frank, we're not here to get high. No, you don't look like the type. Not like Chloe here. So what do you Hardy boys want? Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? Ja, die hatte ich eigentlich schon. You already did. Jetzt verstehe ich auch endlich diesen Zeitreisen-Humor. You already did. Ah, oh, you fucking mental. I lost my keys, but I changed the lock. You better goddamn not be snooping around here. No, no, I'm not. Christ, I hate you Blackwell shits. You expect everything for free. You're not getting any handouts from me. I work for a living, you understand? Yes, Frank. Without those Blackwell shits as customers, you wouldn't have any work at all. Dude, you're a drug dealer. You snobby whores. Don't come into my home and judge me. That's why I go to church. And you want something from me? How about a blade up the ass, huh? Calm down, Frank. Let's just talk. Don't you ever tell me what to do. Get it, bitch? Step the fuck back now! Ja, naja. Papadou! Ah! You fucking killed my dog! Oh my god! Ich hab doch nur eine einzige Antwort gegeben bisher! Das kann ja wohl nicht so eskalieren schon! Ja, du hast ihn umgebracht, bla bla bla, heul, 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 hatten wir alles schon. Jetzt kann ich es nicht mehr skippen. Ich fange eh nochmal neu an. Ich habe nur einmal was gedrückt. Chloe. I just shot a man and his dog. I killed Frank Bowers. You saved my life, Chloe. It was self-defense for both of us. Max? Frank is really dead. I know, but we can't stop now. We have to find that code. Fast. Before the cops come. That's it. Let's get out of here. Sorry, Frank. I'm sorry. Boah, ich würde hier gerne mal zurück. Ich weiß ja, dass das geht. Ich meine, Frank wäre jetzt nicht so schlimm. Aber der Hund darf nicht sterben. Deswegen lade ich nochmal neu. Ihr habt ja gesehen, viel konnte ich nicht wirklich. Auch kann ich das echt nicht klicken. Das ist jetzt aber ganz schön nervig, Spiel. Ich brauche das nicht nochmal sehen. Wir haben das eben schon gehabt. Und im letzten Teil auch. Na gut, da muss ich jetzt leider warten. Ich bin mir nicht sicher, wenn das jetzt immer mit diesem nervigen Intro so ist, dann lasse ich Frank, glaube ich, jetzt lieber sterben, wenn das wieder so läuft. Weil so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht. Ich muss noch mal ein bisschen leiser machen, auch hier. Ach so. Mann, ich hätte ihr die Waffe einfach damals nicht geben dürfen. Ich habe dafür gesorgt, dass sie die Waffe hat. Ich würde gerne die Situation jetzt mal sehen mit einer anderen Herleitung, also ohne die Waffe, die sie jetzt mehr oder weniger durch mich bekommen hat. Würde mich sehr interessieren, was da passiert. Kann ich mal in den Chat gucken? I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. Ach, oh, ihr erzählt mir gerade, ich soll ja einfach zurückspulen, stimmt. Absolut. Ich muss gar nicht neu starten, ich kann einfach zurückspulen. Machen wir. Talk to Frank so we can get that code for the book from him. That's all. Got it. No dicking around. Let's roll. Okay, das haben wir zum letzten Mal gesehen, das verspreche ich euch. Es wird aber trotzdem jetzt nochmal dieselbe Situation geben. Dieses Mal bleibt mir eigentlich nur übrig, B zu wählen. Ich habe das letzte Mal X gewählt. Y hatte ich im letzten Teil dieser Reihe gedrückt. Das hat auch nicht wirklich geholfen. Also muss es ja eigentlich B sein. Oder kann man vielleicht sogar vorher noch Dinge machen? Frank doesn't need tinted windows when they're this dirty. Könnte natürlich auch
nochmal gucken, ob man nicht noch irgendwas vorher vielleicht an dem Van manipulieren kann oder so. Nee, schauen wir nicht. Oh, look. The Wonder Twins. You should have come alone. She's my partner. Yeah, we're bodyguard. So let's get to business. Where's my fucking money? I don't have the money. Yet. Oh, really? Then why did you text me that you did? Because I wanted to tell you in person. Oh, I'm truly touched, Chloe. Now, why are you losers really here? We just want to ask you some questions. You have some serious lady balls. No. Jesus, okay. Okay. But I'm not getting you high. Frank, we're not here to get high. No, you don't look like the type. Not like Chloe here. So what do you hardy boys want? Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm there? Okay, Antwort time. Help or else. You don't get it? Hat nicht funktioniert? You already did? I'm sorry. Oh, I'm sorry. Listen, Frank. I'm sorry to be such a nuisance, but this is important. Das funktioniert. Yeah, yeah, everything's important these days. Seht ihr? But I can tell you're not bullshit. Schon wird nicht sauer. There's no time for that, Frank. I just need a little bit of information. Yeah, yeah, well, it always starts with just a little. And Chloe here knows all about that, don't you? Come on, Frank, this isn't about me now. Yeah, right, okay. Both of you are giving me a headache. No deal. Frank, we didn't come here to fight. This is so much bigger than us. Oh, yeah, you didn't come here to fight. A day after, you pulled a fucking gun on me. I am so sorry about that. It might be the dumbest thing I've ever done. And I've done a lot of dumb things this week. Finally, I believe you. But don't ever aim a gun at anybody unless you intend to kill. Although you don't look like you could kill a bug. I try not to. And I never would have pulled the trigger. I was just... Dude, she was scared, all right? You pulled your blade on me. We were all freaked out. Now we're all cool. Please? Okay. We're cool for now. But my dog is. And if you try any shit, he will bite your head off. He's done it before. We're only here to talk. I wouldn't mess with your dog. Shit, you wouldn't have time. You like dogs? Pompidou is süß. Train to kill, gave dog a bone, dog rescue. Also ich habe dem Hund ja wirklich mal einen Knochen gegeben. Dog rescue, nee, ich glaube, das ist nicht gut. Train to kill, gave dog a bone. Chloe and I gave your doggy a bone, didn't we? So you're the ones who let him out? Ah, shit! You broke in here and let my dog out? What the fuck? Ach, halt doch die Fresse mit deinem dummen Hund! That's not what... Seriously, Frank, don't get all spun out. Na toll, das war's. Eskalationsmodus. And I'll spin you on your ass. What the fuck are you dorks up to, huh? Trying to break into my business? This time, the price is wrong, skank. Calm down, Frank. Let's just talk. Don't you ever tell me what to okay. do, bitch. Okay, zurückspulen geht nicht. Muss warten. Pompidou! You fucking killed my dog! Oh my god! Eine dramatische Szene mit leider nicht abbrechbaren Zwischensequenzen und vielen Entscheidungen, die ins Nirgendwo führen. Bin mir nicht sicher, ob das in der Kombination so gut ist. Oh no. Wäre schöner, wenn man da ein bisschen mehr Einfluss nehmen könnte und weniger Sequenzen sehen würde. I just shot a man and his dog. And his dog. I killed Frank Bowers. You saved my life, Chloe. It was self-defense for both of us. Max? Frank is really dead.
I know. But we can't stop now. We have to find that code. Fast. Before the cops come. Viele von euch sagen jetzt, Mann, spiel doch einfach weiter. Frank war eh ein Arsch. Aber das ist nicht... Das wäre nicht recht. Er kann ja nichts dafür, dass sie halt leider ein Vollidiot ist und wir mit ihr befreundet sind und wir auch nicht rechtzeitig was machen konnten. Ja, das geht an dich, Max, um das zu verhindern. Weil sie halt auch echt apathisch und teilweise wirklich dumm reagiert, Max. Ja, ich will das schon richtig machen. Ich will es so machen, wie ich es auch privat machen würde und mich danach gut fühlen würde. Wenn es die Möglichkeit gibt, den Hund und den Kerl zu schützen, dann machen wir das halt. Ne? Kostet uns ja nicht so viel Zeit. Aber ich finde, das ist es auch wert. Allein schon, da kann doch keiner mit leben. Das sind zwei junge Damen, die werden doch, ihr Leben ist doch ruiniert, wenn die wissen, sie haben da jemanden umgebracht und den Hund auch noch. Max, I should have known you would be kind and rewind. So tell me exactly what I need to do here. Weggehen. Hau einfach mal. Gib mir die. Ja, genau. You won't like this, but you need to get rid of that gun. No, Max, I don't like that at all. But I trust you. And girl, if I need that gun, you better rewind fast. Ganz sicher kriegst du das nicht. Das ist doch schon mal ganz gut. Also kannst nicht mehr komplett eskalieren. Oh, look. The Wonder Twins. You should have come alone. She's my partner. Yeah, we're bodyguard. So let's get to business. Where's my fucking money? I... Bin ich jetzt bescheuert? Das ist doch jetzt ein anderer Dialog gewesen, oder? Ich hab doch hier ganz andere Auswahl jetzt, ne? Gut, okay. Close the door. Damit der Hund nicht raus kann. No fight, das wollen wir auch nicht. No weapons wollen wir auch nicht. Okay, no weapons. Frank, after our last meeting, I don't want any weapons involved. Could you put your knife or whatever in the RV until we're done talking? After you pulled a fucking gun on me, you want to negotiate my safety? I didn't trust you before, and now I do less. God, I hate you, Black Wilson. Oh, jetzt ist wieder in seiner Hate-Spirale. Like I'm your puppet. Nobody owns me. You understand that? Calm down. Die ganze Welt ist verantwortlich dafür, dass ich ein fucking Loser bin, der nicht in die Schule gegangen ist und dann lieber mit Drogen verkaufen, sich einen Job gesucht hat. Und 20 Jahre später verkaufe ich immer noch Drogen. Das ist deine fucking Schuld, Alter. Dummer Hund, ey. Ihr geht mir alle auf die Eier hier in diesem scheiß Van. Den ganzen Van einfach anzünden. Wirklich unglaublich, wie sehr mich dieser Typ, dem ich einfach seit Episoden mehr oder weniger versuche, doch nur zu erklären, dass er uns in Ruhe lassen soll, wie der mich hier nervt. Hier schön noch in die Hundeschlüssel scheißen. Schön dem Hund randvoll. So Pompadour must be okay. Good doggy. Macht einen wirklich aggressiv hier. Listen, Chloe. I can tell you for a fact that... Okay, was soll ich ihr... wegnehmen. Mund. Ja, er ist eigentlich das Problem. Also was? Get rid of the gun. Das ist schon besser. Werf sie einfach irgendwo in die Pampa. No, wird schon jemand finden und zu benutzen wissen. So. I don't have the money yet. Oh really? Then why did you text me that you did? Because I wanted to tell you in person. Oh, I'm truly touched, Chloe. Now why are you losers really here? We just want to ask you some questions. You have some serious lady balls. No. Jesus, okay. Den Part finde ich so komisch. Das ist der Part, wo er eigentlich sagt, nee, kein Bock auf euch. Und dann überlegt, oh, na, wenn sie so gucken, na gut. Aber ich meine, danach kannst du ihn halt nicht erschießen. Das wäre einfach nur unfair. Close the door, no weapons, no fight. Close the door. Ich würde sagen Y oder X. Das ist schwierig, weil das ist jetzt wieder ein anderes Setting, als ich eben hatte. Thanks for hearing me out, Frank. Ich will ja nur nett sein. Friedlich. We only want to talk, and it's not even about you. We're not here to start a fight. No, that shit would be over pretty fast. Don't fuck with me, and I won't return the favor. So what do you want? Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me?
How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? Okay, I'm sorry hat gut funktioniert von diesen Antworten. Machen wir. Listen, Frank. I'm sorry to be... Ich spul mal weiter. Yeah, everything's important these days. Spul weiter. There's no time for that, Frank. I just need a little bit of information. Yeah, well, it always starts. Nochmal? Come on, Frank, this isn't about me now. Und yeah, right, okay. Both of you are giving me a headache. No deal. Frank, we didn't come here to fight. This is so much bigger than us. Oh, yeah, you didn't come here to fight. A day after, you pulled a fucking gun on me. I am so... Okay, weiterspulen? Finally, I believe you. But weiterspulen? I try not to. Weiterspulen? Dude, she was scared already. Weiterspulen? We're cool for now. Weiterspulen. Aber wie lange redet ihr? I wouldn't mess with your dog. Shit, you wouldn't have time. Okay. You like dogs? Jetzt kommt eine wichtige Antwort. Also, Pompidou ist cute. Ist eigentlich okay. Dog Rescue geht, glaube ich, in die falsche Richtung. Gave Dog a Bone, haben wir gerade gemerkt. Gibt nur Ärger. Trained to Kill. Ich kann mir die Antwortmöglichkeiten schwer vorstellen. Ich probiere es mal mit B, auch wenn ich glaube, dass süß auch falsch ist. Sag, du magst Hunde. Oh, Pompidou is so cute. The only way you know my dog is if you... You're crazy? That's my dog. Wait, that's not what... Seriously, Frank, don't get all spun out. We're only here to find Rachel. Rachel isn't in here. And I'll spin you on your ass. What the fuck are you dorks up to, huh? Trying to break into my business? This time, the price is wrong, skank. Calm down, Frank. Let's just talk. Don't you ever tell me what to do. Get it, bitch? Get it. Da. How do you like my play, kid? Huh? Whoa. Oh, ganz schlecht. Man kennt das doch. Einer von euch beiden stirbt dabei. So ist es immer. Okay, ich spule nochmal zurück. Ich weiß, ihr seht das jetzt auch. Wir sehen das hier alle zum dritten Mal. Ja, es ist für uns alle die sechste Stunde. Aber ich möchte es jetzt trotzdem richtig machen. Verdammt nochmal. Das ist wirklich jetzt der schlimmste Part bisher im Spiel, der auf diesem Try-and-Error-Prinzip beruht. Normalerweise macht das mehr Spaß, wenn man es so zu Hause macht. Ich glaube auch, es wäre sinnvoller... Listen, Chloe. Erstmal das Gespräch. Get rid of gun. You won't like this. No, man. Also es wäre wirklich sinnvoller, einfach durchzuspielen und die Entscheidung zu akzeptieren, die man beim ersten Mal hat. Aber ich kann das nicht. Okay, okay, wir schließen jetzt mal die Tür, damit der Hund nicht kommt. Frank, your dog is kind of scary. Could you please close the RV door? You aim your gun at me, but you're scared of my dog? That figures. Oh, er macht sogar. So ein guter Mensch. Und jetzt erschießen! Okay, there, you're safe. Schlecht. Now what do you want? Just the names of some of your... Das klicke ich weg. Klicke ich weg. Okay, I'm sorry, haben wir schon probiert. Das war auch richtig. Da kriegen wir ihn auf unsere Seite. Und da ist auch am längsten Gespräch. Jetzt ist eher die Frage, was ich als nächstes mache. Frank. Oh yeah, you didn't... I... Finally, I believe... I... Dude, she was... We're only here... Mann, shit. Wie lang geht denn das Gespräch? Also, Pompidou is cute ist falsch. Train to kill habe ich noch nicht ausprobiert. Dog rescue habe ich noch nicht ausprobiert. Gave dog a bone. Ich probiere mal A. I don't care about dogs trained to kill or fight. That's You think I abuse my own dog? I rescued Pompidou, you asshole. Wait. Seriously, Frank, don't get all spun out. We're only here to find Rachel. Rachel isn't in here, and I'll spin you on your ass. What the fuck are you dorks up to, huh? Trying to break into my business? This time, the price is wrong, skank. Calm down, Frank. Let's just talk. Don't you ever tell me what to do. Get it, bitch. Get okay, wir gucken uns schnell noch einmal das Ende an. Wir wissen ja schon, wie es endet. Play, kid? Und dann gehen wir in die Werbung. Whoa.
Get off of me! Motherfucker! Nanu? You're both fucking crazy! What do you want? That's not perfect! We just want the code for your account book. Und dreh das Messer rum! Now leave me alone. Okay? Ja! Just get out of my life. Do you want us to call an ambulance or... No, thanks. You know what? I'll manage somehow without the police. Oh, right. Let's bounce. Es ist irgendwie... Ich fühle mich jetzt auch kein Deut besser. Ich meine, ich habe hier mal echt einfach mal ein dickes Messer in den Oberschenkel gerammt. Also ich nicht. Über Umwege. Aber das war bisher das Beste, was ich hinkriegen konnte. This could have gone way worse. Genau. Frank might be more dangerous to Chloe now. Yes, Max. You can change all this if you want. But how? How? Okay, ich höre mir das noch schnell an. Nehmen an, man hört ihn jetzt auch mal irgendwo schreien. Ich will ihn jetzt hören. Ich will sehen und hören, wie er leidet. Kann mich noch entschuldigen? Nein. Okay. Ich warte nur drauf. Gut, er will nicht. Er sitzt weiter mit seinem Messer im Bein in seinem Van und die ganze Schuld ist wieder bei uns. Gleich werden wir, ich bin mir noch nicht sicher, ich werde mit euch im Chat gleich mal reden. Entweder werden wir es nochmal probieren oder wir nehmen einfach jetzt diesen Spielstand, der mir auch gefällt, aber mir auch Angst macht, denn ich möchte Chloe und Frank gerne irgendwie voneinander trennen. Wir werden sehen. Nach der Werbung machen wir weiter. Life is Strange. Heute schaffen wir es nicht mehr durch, da war ich zu optimistisch, aber das vierte Kapitel, das kriegen wir heute auf jeden Fall durch. Da bin ich ziemlich sicher.